dann richtig freuen können mit der 527 Thomas Prokopovic mit seinem Büchelmacki und rechts mit der 528. Und da gehen sie los. Da sieht auch klasse. Michael? Und David Walz hat Mühe mit der Strecke in der Schikane, muss ein bisschen gegenrudern, kostet ihn leider einen Platz. Jetzt wieder auf Kurs mit dem ersten Qualilauf. Jetzt die Luft aus, aber jetzt ist es wieder dran. Prokopovic von den Nordisten kommen. Da gehört ja noch Klaus Gräfen dazu. Der hat sich verletzt in Oschersleben, ist aber wieder wohl auf. Hat sich ja ein bisschen die Rippen poliert. Er sagt, meine Flügel gehen wieder. Damit meint er die Lungenflügel. Aber er wird wiederkommen. Jetzt einmal ein Salzbild. Und dort ist ein Steuer. Von uns mit beiden. Schön habt ihr ein bisschen. Das ist einmal der Armin Walz. Von Thorsten Zimmermann war das. Nein, das ist doch Dennis Gergens gewesen. Oh, ja, das ist Dennis Gergens. Gergens. Jetzt schaust du es immer mal. Die beiden hatten jetzt den Dreher und fliegen jetzt am Ende dieser Gruppe. Und dann oben dürfte dann ausgefallen sein Armin Walz. Hinter dem Fahrstand. Vor Martin und Prokopovic. Das ist auch einer, der greift immer die 105%-Marke an. Hat sich da immer schon mal eine 105%-Marke geholt, aber er fährt und kämpft wie verbissen. Aber hinter diesem Kämpfer. Und auch der Hayabusa. Hat einen Top-Vorsprung von 10 Sekunden. Dieser fährt jetzt, wie ich schon gesagt habe, auf die Zeit aus den drei Wertungsdorten, um Kassensieger werden zu können. Der Versuch. Da geht es ein bisschen zurück. Bei Frank Nienhaus, der aber den dritten Platz schön hält. Der Abstand nur ein bisschen groß, aber er hat recht. Er sagt, komm, Sicherheit ankommen, ist schon mal gut für mich. Bin ich zufrieden. Und Gratulation. Dieser Inselkämpfer. Gratulation, das kriegt er seinen Applaus, der Dieter. Und hier der zweite, erstmals auf der Piste. Robert. Martin Prokopovic. Da winkt er. Auch er fühlt sich richtig wohl, sagt der Mensch, wusste er gar nicht, dass in Zelo so eine tolle Rennstrecke gibt. Da habe ich gesagt, dann bist du noch in der Stadt. Das ist das Allerschärfste. Das kenne ich auch nicht. So, dann hatten wir jetzt noch Frank Nienhaus.